Ja, no money, viel Bananen. So sieht es die letzten Tage bei mir aus. Es ist Frühstück und ich habe jetzt 3 Bananen gegessen und werde vielleicht noch 2, 3 Stück essen. Ja, Bananen all over the place. So sieht's aus. So, die Woche beginnt mit einer chinesischen Nudelwanne. Ja, auch das gibt's bei mir. Mein Sohn hat bei mir übernachtet bei Pfingsten, über Pfingsten. Und ja, und da hat er sich jetzt, das heißt, Nudelfanne gewünscht. Er hat sich eigentlich ein Steak gewünscht oder sowas. Aber ich habe ihn runterhandeln können auf eine Gemüsepfanne, beziehungsweise eine chinesische Nudelfanne mit Gemüse. Und genau das gibt's jetzt auch für mich. So, und jetzt gibt es einen Obstteller mit etwas grünem Spargel aus dem Garten. Das ist eine Mango, 2 Birnen, 3 Orangen und etwas grüner Spargel aus dem Garten. Und wieder einen Smoothie. Heute mit ungeschälten Hanfsamen, mit Pfeffer, also das Piperin, was für das Kurkuma ganz wichtig ist, damit es die Bioverfügbarkeit erhöht. Das heißt, Kurkuma ist natürlich auch drin. Grünkohl, Himbeeren, Eiweißpulver, Bananen, Apfel, Brokkoli, Pampelmuse. Ja, so ungefähr. Weizengras ist noch drin. Genau. Und Postelein natürlich nicht zu vergessen. Meine gefrorenen Postelein-Shots, die ich mir selber gemacht habe. Genau, und den Smoothie. So, jetzt gibt es Kartoffeln und einen Salat. Der Salat besteht aus Mais, aus einer Blüte hier. Schnittlauchblüte ist das. Und gemischten Salat, Paprika und Tomate. So, und jetzt gibt es noch zum Nachtisch ein Bananeneis mit Kakao und mit Chiasamen und mit Datteln. So, zum Morgen gibt es heute auch wieder Bananeneis mit etwas weniger Datteln als gestern und Chiasamen. So, jetzt gibt es eine Kartoffel-, Brokkoli-, Knoblauch-, Zwiebel-, Möhren-, Champignon-Pfanne. Alles angebraten und zusammengemixt und ja, das ist mal wieder eine richtig herzhafte Mahlzeit. So, jetzt gibt's einen Teller Mangold. Und zwar nur mit etwas Öl und ein bisschen Salz dran. Und das war's. Und das frisch aus dem Garten geerntet. Und jetzt gibt's so einen richtig großen Teller Mangold. 2 Bananen. Und jetzt gibt's eine Mango. So, und dann gibt's noch eine Mango. Ich bin mir tatsächlich irgendwie zu faul, einen Smoothie zu machen. Und fresse hier rum. Also, ich habe heute schon 2 Bananen. Dann habe ich 2 Mangos gegessen. Und jetzt ist meine dritte Banane am Stück. Das heißt, ja, heute wird wahrscheinlich der Mango-Bananentag. Keine Ahnung. Aber ich werde nachher nochmal im Garten gehen. Und dann werde ich ein bisschen Grünes snacken. Mal schauen. So, jetzt gilt es einen großen Salat mit Tomate, Gurke und extrem viel Paprika. Und ja, würde sagen, das ist ein Paprikasalat zwischen einem Tomatensalat und ein Riesending. 4 Kilo verarbeitet. Mega lecker. Banane. Dann ist, was seht ihr, gar nichts, ne? Banane, dann ist Dattelpaste drin, weil ich jetzt richtig Appetit auf was Süßes habe. Dann ist Grünkohl drin, dann ist Postelein drin, dann ist Himbeeren sind drin, Pampelmuse sind drin, Apfel, Kurkuma, Pfeffer, Leinsamen, das erste Mal statt Hanfsamen, das ist einfach die billigere Alternative. Und dann habe ich noch irgendwas, ach, Möhren. Genau, und das gibt's jetzt. So, aufgrund der finanziellen Situation und des wahrscheinlich guten Sättigungs- und Preisverhältnisses habe ich mir hier für 89 Cent ein Brot gekauft, wovon ich genau weiß, was drin ist. Nämlich, ja, ziemlich viel Scheiße. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir das gekauft und ja, werde es auch jetzt hier essen und dann mal beobachten. Erstens, wie es mir geht. Zweitens, wie satt es mich macht. Und ja, ist jetzt nicht unbedingt die freie Wahl, so ein Brot zu essen. Aber wie gesagt, bei 100 € im Monat, da muss man halt hin und wieder mal schauen. Da muss man Abstriche machen. So einfach ist das. Ändert natürlich nichts dran, dass ich weiß, was mir am besten tut. Also, ich bin gespannt. Ich werde jetzt dieses Brot vertilgen. So, es ist noch sehr früh am Morgen. Ich bin heute auswärtig unterwegs. Ich nehme einfach mal so eine Staude Bananen mit. Ich denke aber, das wird mich zumindest bis nach Mittag ordentlich mit Energie versorgen. So ungefähr 700 Kalorien. So, jetzt gibt's einen Smoothie. Kann man nicht mehr so gut reingucken wie früher, aber ihr könnt ja von oben mal gucken und ich sage euch, was drin ist. Leinsamen sind wieder drin. Leinsamen schmecken genauso gut wie Hanfsamen in Smoothie. Ja, einfach Omega-3-Fettsäurequelle für den Tag. Dazu Pampelmuse, eine Banane. Dann habe ich drin Grünkohl, ein Stück Brokkoli. Dann habe ich drin Kurkuma und Pfeffer. Dann habe ich drin Himbeeren, Proteinpulver, Weizengraspulver und Posteleinschutz. Und genau das gibt's jetzt und ich freue mich auf meinen Smoothie.
Ich nehme eine Mango mit. Ich gehe in den Garten und dort esse ich ein bisschen Grünzeug und diese Mango. So, jetzt gibt es hier so einen. Wir haben ja so einen Rohkost, fast Rohkost machen, essen und da essen wir jetzt und da esse ich auch mit und genau, das gibt's jetzt.